Na, Augstein, ab und zu ist ja hier in diesem kleinen Kreis auch Wunschkonzert. Und ich habe mir gewünscht, dieses Thema faule Bürger, faule Politik, weil ich mich letzte Woche tierisch aufgeregt habe über eine Umfrage, beziehungsweise das Ergebnis einer Umfrage, demnach 30 und noch mehr Prozent der Bürger jetzt schon, der Befragten, jetzt schon entschlossen sind, nicht zur Bundestagswahl zu gehen. Die wollen einfach nicht. Dass sie noch nicht wussten, nicht zur Wahl gehen und auch nicht wissen, wen sie wählen? Nein, definitiv gar nicht hingehen. Nicht hingehen. Ich glaube, dass die noch nicht wissen, was sie wählen wollen und das erst in der Kabine so ungefähr entscheiden, die ist noch wesentlich höher. Das ist aber ja okay, Hauptsache sie gehen wählen. Nein, die wollen gar nicht wählen und verweigern sich quasi diesem Gemeinwesen und wollen noch nicht einmal wählen. Und das ärgert mich. Und darum bin ich in der Wahlpflicht, um die Leute zu zwingen, sich einmal ein bisschen zu informieren, eine halbwegs plausible Entscheidung für Hü oder für Hott, das ist mir schon beinahe egal, zu fällen, weil sie das schulden. Denn Politik ist nicht nur eine Bringschuld der Politiker, die das erklären müssen und machen müssen und gut und sondern es ist auch eine Hohlschuld der Bürger. Man muss sich dafür interessieren wollen. Und wer nicht will, der wird halt ein bisschen gezwungen. Ja, okay, Wahlpflicht. War jetzt das kleine Pro-Seminar Politikwissenschaft à la Blome. Mhm. Heute machen wir also ein klares Pro und Contra. Ich bin gegen Wahlpflicht, das ist ganz interessant. Das heißt, Sie heute quasi als so linker Gesellschaftsklempner, der die Leute zum ihrem Glück mit Gesetzen zwingt. Meinetwegen bin ich ein linker Gesellschaftsklempner. Liberaler, es geht ums Gemeinwesen. Das ist ja auch ein Begriff, der Ihnen gerne über die Lippe kommt. Ja, absolut. Nur ich glaube, dass Sie dass die Lage verkennen. Denn warum wollen denn die Leute nicht mehr zur Wahl gehen? Das liegt doch nicht daran, dass die alle doof sind oder sich nicht interessieren oder irgendwie die ganze Zeit Computerspiele machen, sondern dass sie das Vertrauen in diese Form von Demokratie verloren haben, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ganz kurz, bevor Sie warten, weil ich habe nämlich hier in so einem Forum einen Kommentar, einen Leserkommentar mitgebracht, den der Mensch geschrieben hat nach dieser Meldung, die Blome eben zitiert hat. Ich gehöre auch dazu, sagt er, weil es mir inzwischen egal ist, welche Truppe von Laiendarstellern mir gerade Demokratie und Regieren vorspielt. Die Entscheidungen in diesem Land treffen ohnehin die Banken und die Konzerne. Ja, da können Sie jetzt ein komisches Gesicht ziehen. Die Deutsche Bank regiert Deutschland, oder wie? Das Demokratiedefizit ist ein Vertrauensdefizit, was die Leute haben in das System. Und das lösen sie nicht durch Pflicht und Zwang, sondern nur durch einen Neuaufbau von Demokratie. Die Leute mögen vielleicht nicht die Entscheidungen, die beim derzeitigen parlamentarischen System mit den Parteien im Parlament herauskommen. Das mag ja sein, aber deshalb können Sie ja nicht daraus schließen, weder Sie noch die Leute, dass die Demokratie nicht funktioniert. Hier stehen Alternativen sogar zur Wahl, mehr denn je oder einmal mehr als bei vergangenen Wahlen. Da steht eine Parteigruppe, Rot-Grün, die sagt Steuern rauf und die andere Seite sagt, nee, Steuern runter oder Steuern wenigstens halten, aber auf keinen Fall rauf. Da kann man sich schon entscheiden, das ist schon eine Wahl im klassischen Sinne. Und die Leute, und ich meine, solche Forenbeiträge liebe ich ganz besonders. Kennen Sie das Phänomen von Rationalisieren, wenn wir jetzt hier schon auf stratosphärischer intellektuellen Höhe rasen? Da erklärt jemand im Nachhinein, der hat verpennt, verschlafen und hatte keinen Bock, weil die Sonne schien. Ja? Und im Nachhinein erklärt er, nee, eigentlich wollte ich nicht zur Wahl gehen, weil ich habe das System durchschaut und ich habe die total rationale Haltung, das einzig wirklich Kluge ist jetzt das Nichtwählen. Nee, komm, nervt. Es ist deshalb blöd, weil gerade die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass das, was Sie da sagen, nicht stimmt. Wir hatten ja eine Fülle von Tendenzen in der Gesellschaft. Ja, nehmen Sie Occupy weltweit in Deutschland, in diesen Blockupy-Protesten in Frankfurt, nehmen Sie Stuttgart 21. Wir haben eine komplett neue Partei, die Piraten. Das heißt, wir haben lauter Formen und Symptome. Darf ich jetzt auch mal? Wo Leute zeigen, dass sie Interesse haben, dass sie sich engagieren wollen, dass es ihnen überhaupt nicht egal ist. Und wo sie aber gleichzeitig zeigen, dass sie sozusagen das Vertrauen in diese Form von Demokratie, wie sie hier praktiziert wird, verloren haben. Aber und da ist doch sozusagen. Warum hat sich denn dann die Piratenpartei gegründet? Mit welchem Zweck denn? Die APO zu machen? Nee, Quatsch, die wollen in die Parlamente rein. Und das ist ja auch darüber gut haben so. Wir oft man, muss, schon geredet. Man muss ja nicht die Inhalte der Piraten teilen oder das gut finden, aber dass die sagen, es gibt einen Strom in der Gesellschaft, der fühlt sich nicht mehr repräsentiert durch die vorhandenen, existierenden Parteien. Also machen wir eine neue. Übrigens genauso bei aller Vorbehalte, die ich gegen die Partei habe, die AfD, die sagen, es gibt einen Strom in der Gesellschaft, der fühlt sich nicht mehr repräsentiert und darum bilden wir eine Partei und versuchen in die Parlamente zu kommen. Die Piraten sind in 4 Landtage gekommen, bravo, so muss es sein. Aber die sind doch nicht in die Landtage gekommen, weil jemand nicht wählen gegangen ist. Das Problem die sind ist in die Landtage gekommen, weil sie Leute haben eine Bundeskanzlerin, rangezogen haben. Sie haben eine Bundeskanzlerin, die hat ihre letzte Wahl gewonnen mit einer inoffiziellen Wahlkampfstrategie, die hieß asymmetrische Demobilisierung. Es sollen möglichst wenig Leute zur Wahl gehen, aber von der Gegenseite noch weniger. Das heißt,
heißt, Politik macht sich das, was Sie hier beklagen, geradezu absichtlich zum Instrument, um eigene Zwecke durchzusetzen. Und dann nachher zu sagen, brauchen wir jetzt aber eine Wahlpflicht, weil die Bürger, das ist doch echt zynisch. Das finde ich wirklich absurd. Noch eine Verschwörung der Bundesregierung. Asymmetrische Demobilisierung können Sie ja mal googeln. Entschuldigung, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Da geht es ja darum, Themen abzuräumen, die der anderen Seite Stimmen zutragen könnte, um sie auf die eigenen Mühlen zu lenken und nicht mit dem Plan, die Wahlbeteiligung zu senken. Demobilisierung. Aber auf der anderen Seite. Ja, hallo? Ja, aber das heißt eben nicht demobilisieren im Sinne von Streit provozieren, der angreifbar macht. Ist jetzt aber auch egal, das führt ja nur auf den Nebengleis. Ist nicht egal. Ich möchte gerne bei der Kanzlerin bleiben, weil die Art und Weise, wie Angela Merkel ihr Amt ausübt und wie sie sozusagen Demokratie praktiziert, halte ich für eine wesentliche Ursache dieses Symptoms, was Sie da beklagen. Nehmen Sie mal zum Beispiel die ESM-Debatte. Die ESM-Debatte. Wenn man sich über die Kanzlerin aufregt. Hallo, ich war noch nicht ganz fertig. Die ESM-Debatte, wo Sie praktisch dem Bundestag, hat Ihre Regierung gesagt, Sie können nur Informationen von endlicher Halbwertszeit zur Verfügung stellen, eine meiner liebsten Formulierungen, wo dann die Abgeordneten gesagt haben, wie, du bist uns aber hier Rechenschaft schuldig, du musst uns erklären, was läuft, weil wir nämlich das Gesetz beschließen sollen. Und nachher hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, das geht so nicht, was die Bundesregierung hier macht. Ja. Entdemokratisierung, Herr Blumer. Dann muss ich es ändern. Aber wie ändere ich denn wie wollen Sie denn die Bundeskanzlerin dazu bringen, am besten das Amt zu verlassen in Ihrem Sinne, oder aber die Politik zu ändern, indem Sie nicht wählen gehen? Das ist doch der logische Bruch. Sie wollen was verändern und dann können Sie entweder sagen, dann wollen wir das ganze System abschaffen. Das glaube ich nicht, dass die Nichtwähler das wollen. Ich glaube, die Nichtwähler wollen sich einfach nur sonntags um 8 noch mal rumdrehen und vergessen, dann zur Wahl zu gehen. Das ist meine Meinung. Wenn Sie aber wirklich was ändern wollen, dann müssen Sie eben die Piraten in den Bundestag wählen, die Kanzlerin vor sich hertreiben oder wen auch immer. Dann müssen Sie die AfD in den Bundestag wählen. Aber das schaffen Sie doch nicht durchs Nichtwählen. Ich wiederhole mich jetzt schon. Die Verdrossenen, hat Franz Müntefering mal gesagt, um noch eins zu zitieren, die Verdrossenen sind an ihrer Verdrossenheit weit mehr schuld als das, worüber sie verdrossen sind, nämlich die Politik. Das ist zu billig. Da habe ich besseres Bild. Ich will eine Wahlpflicht wie in Australien, wie in Luxemburg, wie in Italien, wie in Belgien, in ganz normalen Ländern und nicht nur wie ehemals damals in der DDR. Gibt es eine Wahlpflicht in ganz demokratischen Ländern und die haben überhaupt kein Problem, den Leuten zu sagen, ihr schuldet dem Gemeinwesen was. Wie wir übrigens Hartz-IV-Empfängern auch ziemlich viel Druck machen, dem Gemeinwesen mindestens den Einsatz, den Versuch zurückzugeben, wieder in Arbeit zu kommen, derweil das Gemeinwesen sie finanziert. Da haben wir überhaupt keine Skrupel, Druck auszuüben. Und bei der Wahlpflicht, die Leute sollen alle zu Hause bleiben? Nein, das eine Mal in 4 Jahren oder meinetwegen bei der Landtagswahl nochmal, da müssen sie hin. Die Leute sind vielleicht keine politikwissenschaftlichen Analytiker sozusagen dieser Gesamtverhältnisse, aber ich glaube, sie haben ein klares Gefühl für das, was der englische Wissenschaftler Colin Crouch Postdemokratie genannt hat. Ja, das heißt, die Institutionen funktionieren, natürlich geht man zur Wahl, die Wahlen werden auch nicht irgendwie manipuliert oder so, das hat man alles heute gar nicht mehr nötig. Das Problem ist, dass die wahren Entscheidungen woanders getroffen werden. Bei der Deutschen Bank. Weiß ich nicht, bei der Deutschen Bank, in den Lobbygruppen, die Gesetze schreiben für die Ministerien und so. Natürlich, die Leute vertrauen, das haben Sie doch auch gemerkt in dem Wulff-Skandal, die Leute vertrauen auch uns Medien immer weniger, weil sie das Gefühl haben, wir sozusagen sind Teil dieses politischen Betriebes, wir sind nicht mehr da, um Politik zu kontrollieren, um Herrschaft zu kontrollieren, sondern um zu vermitteln und zu erklären. Bei Wulff haben wir nicht kontrolliert, aber auch ein Nebengleis. Die Leute haben das Vertrauen verloren, Herr Blume, und mit Zwang schaffen sie kein Vertrauen. Das glaube ich, dieser einfache Gedanke, der müsste Ihnen auch zugänglich sein. Aber Sie würden dann den Satz unterschreiben, der auch schon ein bisschen älter ist. Schweine regieren, Esel wählen. Das ist genau, was Sie gesagt haben. Die Schweine aus der Deutschen Bank regieren und die Esel, die es noch nicht begriffen haben, gehen wählen. Und die Klugen, die gehen nicht wählen. Das ist echt, na gut. Sie handeln jetzt bevor wir anfangen, bevor es persönlich wird, möchte ich zum zweiten Thema kommen. Das zweite Thema lautet Mobbing. Ich habe Mitte der Woche eine Sendung gesehen über Mobbing, Entschuldigung. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum sitzt Augstein nicht in der Sendung? Das war eine Talkshow. Ich meine, da lag ihr Handtuch, aber es saß ein anderer drauf. Sind Sie auch schon mal gemobbt worden? Ja, ich bin... Lassen Sie es raus. Das ist wichtig. Wir machen ja hier auch eine Ratgeberfunktion, therapeutische und so. Ich bin in der Schule, tatsächlich fühlte ich mich immer gemobbt, weil ich war ziemlich schlecht im Sportunterricht und bin immer als Letzter gewählt worden, wenn die Mannschaften zusammengestellt wurden. Das habe ich schon als ziemlich demütigend und auch als Mobbing empfunden. Und dann werde ich natürlich von Ihnen zum Beispiel jetzt gerade gemobbt, weil das sieht der Zuschauer nicht, ich sehe es aber, denn Blume trägt heute keine Socken und das empfinde ich schon als Mobbing. Ich habe frei irgendwie und bin trotzdem gekommen, aber war das mit dem als Letzter gewählt werden auch eine Verschwörung der Deutschen Bank, quasi bei der Demokratie des Wahlvorgangs? Egal. Für Ihr weiteres Leben, wie gesagt, das ist ja auch eine Ratgeberfunktion im Fernsehen, für Ihr weiteres Leben möchte ich Ihnen den Spruch
auf den Weg geben und ihren Kindern, den meine Tochter mit 10 Jahren gelernt hat, den Anti-Mobbing-Spruch. Und der geht so: Halt, stopp, ich werde hier gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau, Differenz. Komm, Nase, wir gehen. Nehmen Sie es mit. Ja. Haben Sie dich auch eingemauert? Tschüss.